Ich bin kurz davor, den Just for Fun gerade einfach mal zu kaufen und zu spielen. Ich habe eigentlich richtig Bock. Aber ich habe keine High-Rated-Karte. Oh! Smolarek, Deutschland. Cola, ja! Zack! Chat, wir haben den Cola. Da ist er. Untrade gezogen. Den brauchen wir. Den müssen wir jetzt nicht mehr kaufen. Moin moin Jungs und Mädels. Da sind wir wieder mit den nächsten Weekend League Highlights. Da wir die BVB-Legende Cola gezogen haben, werden wir ihn natürlich testen. Viel Spaß mit dem Video. Kuss geht raus. Und wir testen die Weekend League weiterhin 4-1-2-1-2 breit. Zumindest im ersten Moment. Oh, Ronaldo. Wo ist Ronaldo? Es war so klar. Zack! 1-0 Martinez. 4-1-2-1-2 breit. So OP. So OP. Habt ihr das gesehen? Wie genau spielst du 4-1-2-1-2 breit? Ich spiele die einfach just for fun mit Standardanweisung. Ich habe nichts. Ich habe nichts eingestellt. Es ist Standardtaktik mit Standardanweisung. Oh! Niemals, Mois! Oh mein Gott! War der unbeweglich! Mois, 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 Alarm, Alarm, Alarm. Wir brauchen einen Campstyle auf Mois. Das geht ja sonst komplett in die Hose. Ach du Scheiße. Schön. Was? Was tust du denn, Mois? Mois, bitte! Schön! Der Kanadier, eingewechselt. Guter Mann. Ich kann nichts dagegen machen, es sind zu viele da vorne. Ich kann nichts machen. Die gehen alle mit nach vorne und dann ist Overlord aus der tiefsten Hölle. Das sind jetzt einmal 4 Schüsse, 4 Tore. Ich dachte, ich schieße wieder rüber. Vielen Dank, FIFA. Oh mein Gott, please. Was für eine Partie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. GG. LOL. Und dann noch Konsole ausgemacht. Schön, Mois. Da ist er doch. Was war das? Schön. Chat 3-0, Weekend League. Was soll ich sagen? Mir gefallen Nakata und Park aber sehr gut. Anguissa ist Bombe als Sechser. Cordoba ist auch stark. Keine Ahnung, was liegt der preislich? Bombe? Cordoba 400 Tacken. Exploded after the patch. Ich selbst boykottiere ja die WM. Aber was sagst du dazu, dass zum Beispiel Olympischen Spiele in China ausgetragen wurde, während sie irgendwann getötet und gefoltert haben, immer noch tun? Alles ist belegt worden. Oder die WM Russland, während die Russen in Syrien am Morden waren, Ukraine vereinzelt, auch schon einige Fälle zur Zeit der WM stattfanden. Alles belegt worden. Da hat die EU auch nichts vom Boykottieren gesagt. Vielmehr haben sie geschwiegen. Ich finde die WM, ja, aber du, ich kann es dir abkürzen. Du kannst davon ausgehen. Okay, machen wir es mal anders.
Jeder, der sich dafür interessiert, dem kann ich die rein zufällig erschienene Netflix-Doku über die FIFA jetzt knapp vor der WM ans Herz legen. Du kannst davon ausgehen, dass in der Art und Weise geschoben, manipuliert und gekauft wurde seit langer, 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 langer Zeit. Der einzige Unterschied ist einfach, und da bleibe ich halt bei, das ist einer der Vorteile von eben Social Media und dadurch, dass einzelne Personen mittlerweile so eine unfassbare Reichweite haben, dass, wenn Sachen geleakt werden oder jemand den Mund aufmacht, dass Sachen so schnell viral gehen, dass es schwierig fällt, Dinge noch komplett unter Verschluss zu halten. Also da muss dann wirklich ein ganz, ganz kleiner Kreis sehr akribisch und sehr gut arbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe stark davon aus, und ob man die WM boykottiert oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da kann man auch Sachen bestimmt, auch Argumente schon 2002 dagegen finden oder vorher. Aber, ne? Da wusste man es halt einfach nicht, beziehungsweise hat man es halt nicht mitbekommen. Jetzt kriegt man es ja nochmal ganz anders mit. Das ist eine Grenze, die jeder für sich selber ziehen sollte. Aber das größte Learning für mich daraus, und ich hoffe es zumindest für die FIFA, nach dem ganzen Kram, weil die WM einfach einen geisteskrank faden Beigeschmack hat. Und das seit jeher. Ich glaube auch, dass es von der Stimmung noch beschissener wird als Russland. Und dass, egal wie cool manche Spiele sein werden, dass man am Ende einfach sagt, ja, nö, das war es eigentlich nicht wert. Dass die FIFA einfach daraus lernt und sich sowas nicht nochmal erlaubt. Das ist das größte Learning, was man daraus ziehen kann im besten Fall. Und der Preis wäre dafür sehr hoch. Sehr, 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 sehr hoch. Viel zu hoch. Aber was willst du machen? Niemals, 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 niemals. Yay, bitte. Niemals. No! Was? No! Das war's. Weil ich im 1 gegen 1 einfach kacke bin. Oh no. Oh Mann. 4-0. Also jetzt 4-1. Schön, Keen. Holy shit. Niemals. LOL. What? Was macht er jetzt? Hat er jetzt aufgegeben? Oh, sorry, Chat. Aber das ist hart. Ehrlich. Ja, einfach mal mit Ghosten schießen. Ich habe extra geschossen und hoffen, dass er damit nicht rechnet, weil Gosens ja gar nicht mal so beschissene Schussstats hat. Stark. Ja, nein! Was? Danke, oh mein Gott. Wir stehen 6-1, das ist alles okay. Und gegen den wir verloren haben, das war vollkommen in Ordnung, dass wir ihn verloren haben. Der war wirklich gut. Das Ding ist, ich mache mir jetzt schon Sorgen ums Totti, weil ich mir denke, wie sollen jetzt noch andere Events hier mithalten können, die jetzt in diesem FIFA-Teil noch kommen? Du musst theoretisch gesehen beim Totti auch Icons und Heroes bringen, damit das Totti interessant ist. Also so blöd sich das anhört, für mich sieht es jetzt Modarek mit Basic besser aus, als wahrscheinlich die meisten Totti-Karten, die kommen werden. Hin, 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 hin. No, hä? By the way, Spieler, gegen den ich die höchste Lose Rate habe, Dzeko.
Oh. Ja. Come on, Boys. Let's go. Wie viele Siege noch? Hast du 43 Minuten? 11-1 müsste es sein. Ja, er ist rausgegangen. Ist doch jetzt 11-1. Ehre. Das reicht, das reicht, das reicht. Für mich, wer Laufenstich jetzt nutzen soll seit dem Patch. Und ich habe mit Matthias auch noch mal ein bisschen drüber geredet. Und er meinte dann selber auch, so, weil er ja auch immer ganz gerne mal bei Eli zuguckt und auch bei einem anderen Pro-Gamern und so ein Kram, dass viele jetzt mit dem Spiel sehr happy sind, weil es in sich balanced ist. Also das heißt, Explosive-Spieler funktionieren. Wenn wir mal von drei Kategorien ausgehen, ja, wenn wir jetzt bezogen auf Laufstil. Das heißt, Controlled geht, Explosive geht, Lengthy geht. Es funktionieren alle drei Varianten. Der entscheidende Punkt ist einfach nur, du musst gucken, womit du klarkommst und was halt zu deinem Spielstil passt. So, wenn du natürlich viel dribbelst und sauber bist in der Art und Weise, was du für eine Übersicht hast, dass du Spieler gut geschickt bekommst, dann kannst du natürlich mit Explosive richtig gut arbeiten, gerade auch im Zentrum. So, über außen funktioniert immer noch Control, das funktioniert aber auch Lengthy. Ich habe Drogba wieder bei mir reingestellt, der hat gerade wieder alles zerschossen. So, Drogba ist halt immer noch Maschine. Daran hat sich halt nichts geändert, weil sich auch an Lengthy nichts geändert hat. Es sind ja nur die anderen Stile einen Ticken besser geworden. So, ich merke es halt einfach nur, und das muss man halt ganz klar sagen, dies wie vorher, dass ich sehr offensiv spielen kann mit offensiven Außenverteidigern und man wird kaum dafür gepunished, ist jetzt halt schwierig. Weil eben, wenn ein Vinicius ankommt oder so ein Kram, so, der läuft dann halt Cola kaputt. Und das ist ja an sich an auch okay, weil dafür ist ja die Differenz der Stats da. Ja, das ist an sich eine gute Sache. Also ich tue mich generell trotzdem schwer, habe trotzdem noch meine Probleme, weil ich einfach das Gefühl habe, dass dadurch, dass das Game jetzt generell schneller geworden ist, so ist mir einfach so vom Gefühl her ein bisschen zu hektisch geworden und spielt mir jetzt wieder als Otto-Normalverbraucher, mir als Otto-Normalverbraucher, zu sehr Leuten in die Karte, die dann einfach L1-Dreieck oder Dreieck durch nach vorne einmal reinkontern, geradeaus laufen, dann hat sich das. Ne? Weil jetzt bei Explosive, das sind ja ein paar Spieler bei, ist ja, mit Mbappé ist es ja auch so. Oder diesen Adolveran. Die machen halt einen Step und die bauen in den ersten zwei Steps so viel Tempo auf, dass die halt am Spieler dran vorbei sind und dann jetzt nicht mehr das Tempo verlieren, wie es vorher der Fall war, sondern halbwegs gut behalten. Und dann ist es halt schwierig. Das sind denn so Mindest-Rating-Dinger drin. Oder so ein Kram. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Oh, groß. 90. Hat sich gelohnt. Und Hofmann, noch eine 86. Hä? Mega stabil. Ultimatives Spielerset und 150 K-Pack. Let's go. Come on, EA. Gönn was. Gönn was. Ah, nee, aber der geht so komisch ran. Rechtsverteidiger. Oh, ist es Arnold? Rating, Chat. Rating. Wobei Arnold, ich schon ein paar Mal gehört haben soll, dass der actually in Ordnung ist. Und Müller. Und ein 85er. Nice. Was für 50 K-Pack. Strong. Moin, moin. Oh, Walkout. Nochmal groß? Nee, wer bist du? Lindström! Ne, Ehre! So. Ja, das ist okay, Chat, ey. Wir haben den roten Krosi-Mosi. So. Haut rein. Küsschen links, Küsschen rechts. Ciao, ciao. Hab euch lieb.